Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Hearthstone. Aus gegebenem Anlass habe ich leider irgendwie, also normalerweise gucke ich ja immer hier vorher mal rein und gucke, ob ich einen Deck erstellen muss. Hatte ich jetzt einfach schlichtweg noch nicht gemacht, weil ich einfach schlicht vergessen hatte, dass heute dann ein Kartenchaos rauskommt. Ja, das passiert mal. Ich hatte sogar schon ein anderes, ja, man muss sogar einen Deck erstellen, krass. Ich hatte sogar schon ein anderes Video zwar hochgeladen, aber noch nicht freigeschaltet und das ist dann halt für übermorgen, ist halt kein Problem. So, Dungeon Boss. Spiel helfen, ihr könnt es selbst ein Deck erstellen, erhaltet jedoch eine zufällige Bossfähigkeit. Nach jedem Einsatz wird sie durch eine zufällige neue Fähigkeit ersetzt. Aha. Deck erstellen. Was ist denn sehr unabhängig von ihrer Bossfähigkeit? Krieger? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, Jäger ist relativ unabhängig davon, oder? Relativ. Machen wir mal so. Hau ich mal zweimal rein. Ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Decks erstellen, die jetzt irgendwie wahrscheinlich relativ sinnlos sind. Den auf jeden Fall rein, den auch. Geheimnisse. Brauche ich nur einen. Rein mit dem. Einen davon. Den. Ganz sicher, muss ich zugeben. Achso, hau ich Ben sowieso. Also der muss rein, der muss rein. Der muss zweimal rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der sollte rein, der sollte auf jeden Fall rein. Hau ich vielleicht einen. Bin hatte ich ja schon draußen, okay. Dann hau ich den noch rein. Fügt einem Diener und seinem benachbarten Diener 2 Schadens. Das finde ich gut. Gefällt mir. Und dann gucken wir mal, wie das Deck so ankommt. Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Monster drin, die stark sind. Ja, ich habe zu wenig Monster drin, die stark sind. Den Langbogen hau ich mal raus. Allgemein diese ganz großen Viecher. Der, weil er ein Wildtier ist. Ich irgendwelche guten Legendaries, die ich da reinballern kann. Der zählt leider nicht als Wildtier. Schade. Drachen brauche ich nicht unbedingt. Der zählt auch nicht als Wildtier, ne? Das ist natürlich schade. Egal, packe ich rein. So, dann mal los. Ja, ich weiß, das Deck ist jetzt nicht besonders krass geil, aber wird schon irgendwie funktionieren. So baue ich übrigens immer meine Decks. Also nicht so schnell, aber so von wegen wird schon funktionieren. Was wollte ich noch erzählen? Achso, ich freue mich schon auf das neue Guild Wars 2 Update oder Add-on oder was auch immer. Heart of Thorns. Ich spiele noch nicht lange Guild Wars 2, ehrlich gesagt erst seit ein paar Wochen. Hab jetzt einen Krieger auf Level 80 und bin jetzt gerade dabei, einen Schurken hochzuspielen. Oder Dieb heißt es da ja. Schurken ist ja bei WoW. Oh, bei denen hätte ich aber eher gedacht, dass er ziemlich abhängig von seiner Fähigkeit ist, aber okay. Es fängt ja schon mal gut an. Den brauche ich wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht. Aber zwei davon ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, den brauche ich erst recht nicht. Ja, und dann mal los. Dann mal ruf. Na, was macht das denn? Lass deinen zufälligen Diener. Okay. Und ruft zwei Knochendinger. Alter, krass. Okay, der ist jetzt irgendwie ziemlich kacke. Also, obwohl nachher bei starken Dienern ist er wahrscheinlich gut. Aber der da ist natürlich ziemlich OP. Ja, meine ich ja. Aber dagegen ist meine Falle sehr gut. Mach ruhig. Na, was hat er jetzt? Legt aus eurem Deck einen Diener auf das Schlachtfeld. Krass. Nicht übel. Das will ich tun. Und ehrlich gesagt, rufe ich sogar den zweiten hiervon und greife ihn direkt an. Gut, jetzt wird er vielleicht ahnen, was ich tue, aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht ist er ja dumm genug. Ich glaube, man muss mehr mit seinen Heldenfähigkeiten arbeiten. Das wäre natürlich auch schön.
dass ich ganz viel mit meinen Heldenfähigkeiten arbeiten kann. Okay, er ruft einen Viech. Achso, aus beiden. Oh, das ist natürlich nice. Na, was macht er jetzt? Ruft einen Flammenblauer. Okay, interessant. Very interesting. Ich lasse mal eins seiner Viecher zurück auf die Hand kehren. Genau. Greife ich ihn an. Was macht er jetzt? Aktiviert einen zufälligen Thron. Okay. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Achso, ja, klar. Also ich bin gerade am Hochland. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das habe ich aber bei ihm schon erzählt. Das vom Lichtverhältnis? Ja. Ich muss sagen, ich will ja wissen, was das jetzt macht. Oh, nice. Oh. Ja, warum auch nicht, ne? Was macht der hier? Fügt allen Dienern zum Ende des Zuges einen Schaden zu. Okay. Ehrlich gesagt, mache ich das dann sogar so. Dann ist der total nutzlos. Hä? Ach, zu Beginn eures... Ups. Ja, ist nicht so schlimm. Na gut, dann hat er halt alle vernichtet. Ist nicht so mein Problem. Oh, das ist kacke. Kann ich aber kontern. Setz ihn auf ein Leben. Und vernichtet ihn. Und ruft zwei von den Viechern herbei. Das bockt. Ah, jetzt habe ich auch den hier. Ist doch, ist das wirklich eine random Reihenfolge? Ja, stimmt, der hatte ja zwischendurch noch welche anderen. Interessant. Aber bis jetzt steht es noch besser für mich. Oh, nochmal den. Aber den kann ich wieder vernichten. Er greift mich halt wieder an. Aber ich kann ihn vernichten, das ist schon mal nicht schlecht. Ach nee, scheiße, ich... Doch, kann ich. Kann ich, okay, kann ich. Da ist gerade ein Kollege von mir online gekommen. Zack, den. Den. Und ich kann ihn zweimal angreifen. Wie gesagt, es leckt bei mir gerade ein bisschen, deshalb muss ich teilweise zweimal klicken. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, das gefällt mir bis jetzt. Also bis jetzt habe ich Glück mit meinen Karten. Berufe ich, glaube ich, gleich den da. Ja, der wird gleich den vernichten. Wenn er nicht dumm ist. Oh. Oh, 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 der könnte mir... Okay. Okay. Drei Welpen. Kann man alles machen. Ist kein Wild mehr. Das passt leider auch nicht. Okay, muss ich das so machen. Vernichte ich ihn. Also, vernichten ist... Wisst, was ich meine. Kann ich mit ihm gleich ihn zerstören und wenn der wieder beschwört... Okay, ruf drei davon. Natürlich krass. Fähigkeiten werden immer stärker. Okay. Very interesting. Okay, 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 okay. Also ich kann ihn vernichten. Dann rufe ich ihn. Okay. Genau, den wollte ich haben sogar. Obwohl eigentlich wäre der mit den anderen sogar ein bisschen besser. Der Misha wäre ein bisschen besser gewesen. Aber es geht. Ja, kann jetzt nur einen rufen. Das war dämlich von ihm. Ich muss erstmal seine ganzen Viecher daran aufreiben, obwohl sie den Nachbarn gar nicht. Okay, was hat er jetzt? Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Oh! Und dann kriegt er natürlich noch den. Genau. Natürlich, natürlich. Ja, klar. Noch mehr. Krass, Alter. Okay, das könnte mich jetzt gerade meinen Sieg gekostet haben. Ja, klasse. Ich habe natürlich das Schwein, das sowieso anstochert. Ich muss jetzt erstmal seine Monster großzügig klären. Wenn ich jetzt Glück habe, kann er mich nicht im nächsten Zug vernichten. Wenn ich Pech habe, tut er es trotzdem. Gut gespielt. Er
Scheiße. Na gut, aber war relativ knapp. Am Anfang ging es für mich besser. Was ist das jetzt? Also ein zu viel Zauber eurer Klasse. Also der Klasse des Gegners auf der Hand. Krass. Kann er sich mal beeilen? Hat er gerade Essenzen verschwendet? Ich dachte gerade schon. Geht doch. Hm, okay. Ich muss mal mit den Dingern spielen. Mit den Fähigkeiten. Ich muss eindeutig mehr mit den Fähigkeiten spielen. Ich wusste nämlich echt nicht, dass man die mehrfach dann einsetzen kann. Erst. Das ist natürlich total OP. Wäre da nicht eigentlich irgendwas, was super oft seine Fähigkeiten einsetzen kann? Schlau. Ich glaube, ich erstelle mir gleich noch ein Magier-Deck. Und viel AOE-Vernichtung. Oder viel allgemein Monstervernichtung. Oh ja, das sieht gut aus. Weil anscheinend kann man sehr, sehr viele kleine Viecher beschwören. Okay, und ich kriege. Zieht eine Karte, erhält einen Mana-Kristall. Krass. Okay, das ist stark. Ernten. Das ist bei Diablo auch OP, wenn du das richtige Set hast. Diablo 3. Okay, er ruft einen Viech. Gleich nochmal den gleichen. Krass. So, zieht eine Karte und erhält einen Mana-Kristall. Und ehrlich gesagt werde ich sogar ihn gleich vernichten. Weil er mir doch zu nervig ist. Okay, damit kann ich einen zufälligen Feind vernichten. Ich hauen. Das ist auf jeden Fall schön. Er hauen voll in die Fresse besonders. Den will ich gar nicht unbedingt vernichten. Will nicht das Schwein? Ach komm schon. Na gut, er kann es nicht in einem Zug vernichten. Außer er hat jetzt irgendwas. Obwohl doch es. Er hat bestimmt irgendwas, womit er das vernichten kann. Oh, ja, der Bogen. Aber er kriegt wenigstens nochmal ordentlich Schaden. Natürlich kann ich das tun. Und welche Fähigkeit bekomme ich? Oh, schön. Hätte ich vielleicht eher einsetzen sollen. War ein bisschen dämlich. Ich werde irgendwie ein bisschen langsamer spielen müssen. Obwohl, vielleicht auch nicht. Wenn er angreift, tut er gar nicht. Ach, weißt du was? Nice. Ach, scheiße. Ich vergesse das immer wieder, dass man die noch öfter einsetzen kann. Ich hätte noch ein weiteres Viech beschwören können. Verdammt. Der kriegt nur noch den, oder? Also ich weiß jetzt nicht, ob das Glück oder Pech ist. Ja, die gehen kaputt. Hä? Hä? Achso, wenn sie euren Helden angreifen. Ups. Ja gut. Habe ich gesagt, dass ich weiß, was meine Fähigkeiten machen? So. Habe ich wieder ordentlich Fähigkeiten. Oh, schon wieder haut ihn. Ich haut ihn. Los. Schon wieder einen von den Spacken. Okay, was macht er jetzt? Lasst aus jedem Deck einen Diener auf das Schlachtfeld kommen. Das ist natürlich auch schön. Wenn ich Glück habe, kriege ich irgendwas richtig Starkes. Okay. Okay. Mal gucken. Oh, ich habe was Besseres auf jeden Fall. Ja, ich habe was deutlich Besseres. Ich bin noch am Überlegen. Mal gucken. Ich vernichte erstmal einen. Okay. Der ist kaputt.
sogar wirklich so. Weil ich ja sonst nicht versichert, bin, dass ich den richtigen... Okay, zwei... Nee. Oh, scheiße. Wieso habe ich nicht erst mit dem angegriffen? Das wäre viel schlauer gewesen. Egal. Dann werde ich ihn vernichten. Dann werde ich ihn vernichten. Den greife ich direkt an. Wahrscheinlich hat er jetzt das beschwört, wenn er, ein Viech beschwört. Kriegt es 4 Schaden wahrscheinlich. Wäre so meine erste Idee, die er haben könnte. So aus ersten Instinkt. Okay. Macht das? Ja, mal gucken. Los! Bring it on, bitch! Okay. Das finde ich sehr freundlich von dir übrigens. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ach, das ist natürlich doof. Gut. Also, ich werde ihn hier spielen. Okay, es passiert nichts. Das ist schon mal gut. Dann werde ich... Das wäre dumm. Obwohl doch, das ist das Schlauste, was ich im Moment tun kann. So, dann außerdem mache ich das. Genau. Das sieht ganz gut aus. Das sieht sogar recht, schön aus. Was? Okay. Gut. Ja, kann man machen. Schön. Und ehrlich gesagt, das ist eine gute Länge, muss ich sagen. Ich mache jetzt noch schnell das Paket auf. Um mal zu gucken, was ich denn so bekomme von sowas. Das war schön. Okay, blau. Scheint ja nichts Großartiges zu sein. Oh, golden und selten. Na, okay, das ist vielleicht doch was Schönes. So, guckt euch das alles nochmal schön an. Sehr gut. Ja, damit, das war das heutige Kartenchaos. Gut, zweimal nur mit Jäger gespielt, aber ich werde ja wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal ein paar mehr rausbringen. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!